Ich habe kürzlich gelesen, der Lieblingsaufenthaltsort zu Hause vieler Deutscher ist die Küche, richtig. Ihr habt es erraten. Denn in der Küche wird in der Früh der erste Kaffee genüsslich getrunken. In der Küche trifft man sich gerne zum Gedankenaustausch, vielleicht, weil es in der Küche normalerweise gemütlich, warm und kuschelig ist, besonders in den kalten Jahreszeiten. Man spricht nicht umsonst vom Plausch am heimigen Herd. Und es herrscht dort einfach ein Wohlfühl, ein Zuhausegefühl. Auch Jesus schätzte so ein Zuhause, einen Ort, an dem Vertrauen, Zuneigung, gegenseitige Annahme, Zeit füreinander, wie selbstverständlich war. Und deshalb war die kleine Ortschaft Bethanien in Judäa einer seiner Lieblingsaufenthaltsorte, für ihn ein Zuhause. Herzliche Menschen freuten sich dort auf seinen Besuch und auch die Location war großartig. Sie war unweit entfernt von Jerusalem und dem Tempel. Zu den drei Gastgebern und Freunden in Bethanien kann man in Kürze sagen, Maria, so stellt uns die Bibel sie dar, war eine wissbegierige, gute Zuhörerin. Sie schätzte es, von Jesus zu lernen. Martha war eine hervorragende, temperamentvolle Gastgeberin mit ausgezeichneter Küche. Natürlich auch für Jesus und seine Jünger äußerst attraktiv. Selbstverständlich. Und da war Lazarus, ein enger Freund, der in einer Krankheit verstarb und den Jesus vom Tode zum Leben zurückbrachte. Und die Bibel sagt, viele Menschen fanden durch dieses Ereignis zum Glauben an Gott. Welch freudige, positive Energie muss es in diesem Haus gegeben haben, ganz besonders, wenn Jesus zu Gast war. Eines Morgens in der Früh brach Jesus mit seinen Jüngern von Bethanien auf, um nach Jerusalem zu wandern. Durch den Fußmarsch wurde Jesus und auch seine ganze Mannschaft hungrig. Coffee to go gab es damals nicht. Und so guckte Jesus, wo es was zu essen gab und fand in der Ferne einen Feigenbaum. Er kam, er sah, er suchte und fand nichts. Fand nichts außer viel Laub. Viel Lärm, würde man sagen, um nichts. Viel Laub, aber keine Frucht, noch nicht einmal die kleinen Frühfeigen, die gleichzeitig mit den ersten Blättern wachsen. Da nutzt der Gottessohn diese Gelegenheit, um allen seinen Nachfolgern eine ganz wichtige Lektion fürs Leben zu erteilen. Er spricht zu diesem fruchtlosen Baum diese Worte: Nie soll irgendjemand je von dir Feigen essen. Die Bibel kommentiert ganz kurz und alle Jünger hörten das. Doch keiner stellte verwundert eine Frage: Was soll das, Chef? Sie hören, aber sie hören nicht wirklich zu. Sie hören nicht tief genug zu. Seine Worte hören sie und sie rauschen an ihren Ohren vorüber. Keiner nimmt wirklich ernst, was Jesus hier sagt. Ich glaube, uns geht es oft ganz genauso. Zur Nachtruhe kehrt Jesus mit dem Zwölferkreis nach Bethanien zurück und am nächsten Morgen in aller Frühe bricht er wieder auf. Die Truppe kommt wieder an besagtem unfruchtbaren Feigenbaum vorbei. Da stutzt Petrus und ruft erstaunt: Mensch, das ist ja krass! Meister, der Baum, den du gestern gescholten hast, der ist bis in die Wurzeln vertrocknet. Jetzt erregt es Aufmerksamkeit. Jetzt werden alle munter und wach. Und Jesus findet Gehör. Jetzt macht er für alle seine Jünger, auch für uns, bedeutsame Aussagen. Und die möchte ich im O-Ton vorlesen. Im Markus Evangelium Kapitel 11, Vers 22 bis 25 sagt Jesus: Habt den Glauben Gottes.
Ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg hier sagt, zu deinem Berg, du sagst, heb dich empor und bewege dich hinweg. Wenn er dabei in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, das, was er mit dem Munde sagt, geschieht, es wird eintreffen. Darum sage ich euch, wenn ihr betet und um etwas bittet, dann glaubt, dass ihr es empfangen habt und die Bitte sich erfüllen wird, was immer es auch sei. Und wenn ihr beten wollt und etwas gegen jemand habt, dann vergebt ihm, damit euch euer Vater im Himmel auch vergeben kann. Jesus lehrt hier in ganz praktischer, in anschaulicher Weise, in nie zu vergessender Weise über drei Dinge. Macht des Glaubens, Macht der Worte und Macht der Vergebung. Heute machen wir uns nur ein paar Gedanken über den ersten Punkt, Macht des Glaubens. Jesus fordert alle seine Jünger, auch uns auf, Gott zu glauben, ihm zu vertrauen. Glauben heißt Vertrauen. Wir wissen, dass es zwei Arten von Glauben gibt. Eine Art Glauben basiert auf wissenschaftlicher Erkenntnis und Erfahrung. Wenn ich ins Flugzeug steige, glaube ich. Ich vertraue mich dem Flugzeug an. Ich vertraue, dass es abheben, rechtzeitig abheben wird und fliegen wird. Ich vertraue meinem Arzt. Ich vertraue der Deutschen Post. Weil die allermeisten Briefe, die ich geschrieben habe, beim Empfänger ankamen, nicht alle. Wenn Jesus vom Glauben spricht, wörtlich von einem gottgewirkten Glauben, vom Glauben Gottes steht hier, dann ist das eine völlig andere Art zu glauben. Dieser Glaube ist durch Gottes mächtige Wort und durch seinen göttlichen Geist gewirkt und zu einer inneren Gewissheit geworden. Der Verfasser des Hebräerbriefs schreibt, was ist denn nun dieser Glaube? Er ist die Garantie, im Englischen heißt es a substance, eine Substanz für die Erfüllung dessen, worauf man hofft. Und ein inneres, völliges Überzeugtsein, ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht, an unsichtbaren Realitäten. Wie können wir verstehen, dass die Welt durch Gottes Wort seine göttliche Energie entstanden ist, fragt der Autor weiter. Wir verstehen das durch den Glauben. Durch den Glauben erkennen wir, dass alles Sichtbare um uns herum seinen Ursprung in Unsichtbarem hat. Wie kommt dieser Glaube zustande? Die Bibel sagt, dieser Glaube kommt aus dem Hören oder Lesen und Aufnehmen des Wortes Gottes. Gott ist es, der sein Wort in uns lebendig werden lässt. Das ist wie ein Stern, der plötzlich hell aufstrahlt, heller als alle anderen Sterne im Firmament und unser Innerstes erleuchtet. Plötzlich sehen wir die Dinge anders. Wir sehen mit geistlich geöffneten Augen des Glaubens und eine Überzeugung, eine innere Gewissheit wächst in uns und wird stärker und stärker. Unsere Enge, unsere menschliche Begrenztheit wird gesprengt. Und wir können Dinge erfassen, die zuvor unfassbar und unverständlich schienen. Wir erfahren etwas von der göttlichen Dimension, die ganz real hineinwirkt in unser Leben. Wo Gottes Evangelium zuvor ein Buch mit 7 Siegeln war, wird es jetzt plötzlich zur sprudelnden Quelle mit Wasser des Lebens. Jesus sagt es in anderen Worten, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern er lebt von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht. Es scheint unbegreiflich. Wir sehen nicht und wissen trotzdem. Durch Gott gewirkten Glauben. So schreibt Petrus an die Gläubigen, die später zur Gemeinde hinzukamen, ihr habt Jesus nie selbst gesehen. Erstaunlich, ihr liebt ihn dennoch. Ihr glaubt an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ich werde euch aber freuen mit unaussprechlicher Freude, wenn ihr ans Ziel eures Glaubens gelangt seid. An anderer Stelle heißt es, wir werden ihn sehen
wie er ist, von Angesicht zu Angesicht. Wen? Den Kyrios, den Herrn des ganzen Universums. Das ist das Ziel unserer Reise. Wenn wir ankommen, werden wir ihn schauen von Angesicht zu Angesicht. Den, an den wir hier geglaubt haben. Es gibt doch so viel Reales, was wir nicht sehen und doch wissen, dass es existiert. Liebe. Hast du schon mal Liebe gesehen? Nein, natürlich nicht. Du hast nur die Auswirkung der Liebe gesehen. Du hast die zwei Menschen gesehen, die sich gegenseitig in die Augen blicken und sich anstrahlen. Auswirkung der Liebe. Oder Elektrizität. Du hast sie nie gesehen. Keiner von uns hat Elektrizität gesehen. Aber wir haben die Auswirkung gesehen. Zum Beispiel in Form von Licht. Und so gab es auch einen Zeitpunkt oder einen Prozess in unserem Leben. Wir fanden zu einem lebendigen Glauben und vertrauten Jesus unser Leben an. Unsere ganze Ewigkeit an. Und das 2000 Jahre nachdem er über unsere Erde ging. Das ist unfassbar. Das ist ein Wunder. Die Bibel nennt das Wiedergeburt. Werden einmal geboren von Vater und Mutter und einmal werden wir in solchem Augenblick von Gott geboren. Wir werden Kinder des allmächtigen Gottes. Und in diesem Glauben bekamen wir eine neue Weltanschauung. Alles sehen wir anders. Wir haben ein neues Menschenbild. Wir erkannten, der Mensch ist kein Zufallsprodukt einer launischen Natur, sondern von Gott gewolltes, geplantes und geliebtes Wesen. Wenn wir das begriffen haben, sieht unser ganzes Leben anders aus. Wenn wir begriffen haben, ich bin ein von Gott gewolltes Wesen, selbst wenn die Eltern mich nicht geplant haben, hat Gott mich geplant, ich bin hier und ich bin von Gott geliebt. Und in dieser Ebenbildlichkeit gründet jedes Menschenrecht jede Menschenwürde. Deswegen dürfen wir sicher sein, dass jedes menschenverachtende, auf Hass und Zerstörung ausgerichtete Regime, jeder Verführer, jeder Terrorist eines Tages vor dem gerechten Gericht Gottes erscheinen wird. Wir sind nicht auf der Seite der Losers. Gottes Wort sichert uns zu, dass nicht Hass und Mord, nicht Ungerechtigkeit, nicht Korruption und Gewalt, sondern Gerechtigkeit und Güte letzten Endes den Sieg davontragen. Das Licht siegt über die Finsternis. Die Wahrheit siegt über jede Lüge. Jesus sagt, der Dieb kommt, dass er stehle, töte und zerstöre. Es sind die Werke der Finsternis. Und dann sagt Jesus, aber ich bin gekommen, Leben. Leben und volle Genüge zu bringen. In Jesus sehen wir den Ewigen. So ist Gott. So zeigt er sich uns in seinem Wesen. So haben wir den unsichtbaren Gott kennengelernt. Bei meinem letzten Korea-Besuch hörte ich diese wahre Geschichte eines Glaubens mit bewegenden Folgen. Jeder Glaube hat irgendwelche Auswirkungen. Zur Zeit des Koreakriegs waren die Kommunisten so schnell auf dem Vormarsch gewesen, dass viele Kongressabgeordnete nicht rechtzeitig aus Seoul fliehen konnten. Eine Politikerin, Frau Park, hatte Angst um ihr Leben und sie verkleidete sich als Bauersfrau und verkaufte vom Korb auf ihrem Kopf aus Gemüse auf dem Markt. Ein heller kommunistischer Soldat musterte sie und blieb mit seinem Blick auf ihren Händen hängen. Nein, die ist keine Bäuerin. Solche Hände passen nicht zu einer Bauersfrau. Sofort wurde die Frau verhaftet und stundenlang verhört. Als klar wurde, wer Frau Park wirklich war, wurde sie standrechtlich zum Tod durch Erschießung verurteilt. Es war eine grausame Zeit.
In dieser Zeit wurden ca. 30.000 Pastoren und geistliche Leiter ohne Prozess auf grausame Weise umgebracht. Es war eine Zeit der Verwüstung, der Angst, des totalen Misstrauens. Man wusste nicht mehr, wer war Freund und wer war Feind, noch nicht einmal in der eigenen Verwandtschaft. Die Nacht vor der Vollstreckung des Urteils war eisig kalt. Frau Park musste in der Zelle auf blankem Steinfußboden liegen. Am frühen Morgen, als sie zur Exekution geführt wurde, fing sie laut an zu weinen und zu schluchzen. Sie war eine oberflächliche Namenschristin ihrer Kirche gewesen. Ja, an Ostern und Weihnachten tauchte sie mal kurz auf und erschien in der Gemeinde, aber dann war sie wieder weg. Sie hatte ihren Glauben nie richtig ernst genommen. Ihr Leben war selbstzentriert, ohne jede Beziehung zu Gott. Angesichts aber nun des unmittelbar bevorstehenden Todes packte sie die nackte Angst. Jesus, betete sie laut. Mein Leben lang war ich nur von Gier nach Geld und Macht erfüllt. Aber kein Geld der Welt kann mich jetzt retten. Jesus, hilf du mir, vergib mir meine Sünden und rette meine Seele. Worin bestand ihre Sünde? Sie war eine tüchtige Frau, eine erfolgreiche, eine intelligente Frau. Sie hatte nie eine Bank ausgeraubt. Nie den Ehemann betrogen. Sie hatte nicht zu viel gelogen. Und die Eltern hatte sie auch nicht gehasst, sondern geachtet. Worin bestand ihre Sünde, dass sie jetzt beichten musste? Worin bestand ihre Sünde? Es war die Ursünde, die wir schon bei den ersten Menschen im Garten finden. Die Sünde des Misstrauens. Die Sünde der Gleichgültigkeit dem Allerhöchsten gegenüber, dem Schöpfer des Alls. Ihm hatte sie die kalte Schulter gezeigt, ihn als ein Nichts, als eine Nudi behandelt. Das ist Majestätsbeleidigung. Im Angesicht des Todes wurde ihr das alles plötzlich bewusst. Deshalb schrie sie, Jesus, hilf du mir, rette meine Seele. Halsmaul! Schrie sie schroff der kommunistische Soldat an. Weshalb sollte ich? In wenigen Augenblicken werde ich ohnehin sterben. Ich werde so lange singen, bis die Kugel mich trifft. Und dann stimmte sie aus voller Kehle ein Lied an, an das sie sich aus der Kirche erinnern konnte und es wird in vielen Teilen der Welt gesungen. Auch wir Christen in Deutschland singen genau dieses Lied und wir stehen jetzt auf und wir singen die erste Strophe miteinander. Das ist das Lied, das sie gesungen hat angesichts ihres Todes. Es war, dass Jesus starb für mich. Sing es kräftig. Und als sie am Ort der Exekution angekommen waren, fragte sie der Soldat, ob sie noch einen letzten Wunsch hatte. Ja, sagte Frau Park,
Ich will noch beten. Ich will noch beten, auch für Sie. Ja, und wenn ich fertig bin, dann können Sie mich töten. Und so fing sie laut an, zu Gott zu rufen und bekannte, oh Gott, als ich so jung war wie dieser Soldat, suchte ich nur Macht, Anerkennung und Geld. Wie habe ich mein Leben mit oberflächlichen Begierden verschwendet? Heute erst habe ich dich erkannt, habe dich in mein Leben aufgenommen, habe deine Vergebung empfangen und nun habe ich tiefen Frieden. Bitte gib diesem jungen Soldat diese Liebe, diesen Frieden und vergib ihm. Er erschießt mich nicht, weil es seine Überzeugung ist. Er muss es tun, denn er steht unter Befehl. Rette auch seine Seele. In Jesu Namen. Amen. Voller Ruhe stand sie da, wartete und sagte schließlich, Sie können mich jetzt erschießen. Dann hörte sie Schritte auf sich zukommen. Ihre Augenbinde wurde gelöst. Der Soldat blickte sie an und fing an zu schluchzen. Dann sagte er mit seltsam weicher Stimme, ich kann sie nicht erschießen. Bevor ich mich der kommunistischen Partei anschloss, war meine Mutter schon Diakonin in einer missionarischen Kirche. Jeden Tag hörte ich meine Mutter so inbrünstig für mich beten, genauso wie sie das getan haben. Und als ich den Abzug am Gewehr betätigen wollte, sah ich auf ihrem Gesicht das Gesicht meiner lieben Mutter. Ich kann meine Mutter nicht erschießen. Jetzt ziehen Sie Ihre Schuhe aus, Ihre Jacke aus und laufen Sie so schnell wie Sie können davon. Ich schieße in die Luft. Frau Park rannte los. Sie war doppelt gerettet. Als Saul befreit war, kehrte sie dorthin zurück und wurde zur Verkündigerin des Evangeliums im Abgeordnetenhaus. Sie war es auch, die das bis heute jährlich stattfindende nationale Gebetsfrühstück in Gegenwart des Präsidenten initiierte. Bis zu ihrem letzten Atemzug hatte Frau Park enormen Einfluss auf das ganze Land Südkorea. Wahrer Glaube an Jesus Christus bringt Früchte. Gute Früchte. Nicht wie der Feigenbaum, nur bla bla Blätter. Deshalb sagt Jesus immer wieder, nicht an ihren Worten, an ihren Früchten werdet ihr meine Jünger und Jüngerinnen erkennen. Ein guter Baum bringt gute Früchte. Ein schlechter Baum bringt schlechte Früchte. Das Leben eines Menschen spricht lauter als alle seine Worte. Sollten Sie Jesus noch nicht kennengelernt haben, möchte ich Sie ganz herzlich einladen, das Neue Testament zu lesen, das Evangelium, seine Geschichte zu lesen, ihm zu vertrauen, zu ihm zu reden. Das nennt man Gebet, es ist ganz einfach. Man spricht zu ihm in dem Wissen, Gott liebt mich. Er lässt sein Licht in meine Seele hineinfallen, ganz sicher. Und Sie werden erkennen, ich garantiere es, Gottes Wort garantiert es, Sie werden erkennen, der Himmel ist nicht leer und Gott ist nur ein Gebet weit entfernt. Amen.